ist auch eine Marke. Man fragt sich, wie man in der Krise ein neues Wirtschaftswunder entfachen kann. Durch Wohlfahrtsmarken? Nein, wir Deutschen wissen das aus Erfahrung. Ein Wirtschaftswunder geht am besten, wenn alles in Trümmern und Schutt und Asche liegt. In Köln versucht man das gerade wieder durch den U-Bahn-Bau. Die ortstypische Mischung aus Schlamperei, Korruption und Verantwortungslosigkeit ist ja inzwischen weltbekannt. Das geht ja bis in die Vororte von Köln hinein. Zum Beispiel in Rom ist das auch nicht besser. Aber jetzt hat man mal eben 1000 Jahre Stadtgeschichte zu Pappmaché gepresst. Außerhalb Kölns fragt man sich natürlich, könnte man den Einsturz nicht verhindern? Doch, mächtige Risse zeigten zuvor, hier stimmt was nicht, hier wird so viel abgepumpt. Doch dann kommt in Köln ja immer so einer vorbei, der sagt, ja, das sind ganz normale Setzrisse, das ist normal, das ist ganz harmlos. Ja, wir sind doch riesengroß. Noch so ein Spruch, geh vom Bruch. Und nachdem es passiert ist, kam die erste Stellungnahme von den Kölner Verkehrsbetrieben, das hat mit dem U-Bahn-Bau nichts zu tun. Und der Oberbürgermeister Schrammer, ja, der hat ja vom U-Bahn-Bau überhaupt nichts gewusst. Da stellt er sich hin und sagt, er wüsste gar nicht, ob man das in einer so dicht bebauten Stadt überhaupt verantworten könne. Ja, wer verantwortet das denn die ganze Zeit? Er hat das doch gegen alle Warnungen vorangetrieben. Aber wenn man den Schrammer mal qualifiziert zu Köln befragt, zitiert er immer die Höhner. Köln, du bist hier voll. Wir brauchen keine, ja, wir brauchen keine Taliban, solange wir solche Schnäuze haben. Ist also der Einsturz des Stadtarchivs in Köln ein Zufall oder ein Symptom in einer Stadt, die nur noch von Skandalen von sich reden macht? Dazu frage ich Fritz Schrammer und den wichtigsten Vertreter der Kölner Kultur und Intelligenz, Henning Krautmacher von den Höhnern. Hallo, Herr Becker, ich grüße Sie ganz herzlich in den alten Wartesaal. Viva Colonia, da sind wir dabei. Herr Schrammer, Katastrophenklüngel, Korruption, das ist alles, was man zuletzt aus dem schönen Köln hört. Ja, damit hab ich aber absolut nichts zu tun, dass Köln so schön ist. Aber Sie sind doch der Oberbürgermeister dieser Stadt. Das prüfen wir zurzeit, dass ich hier Oberbürgermeister sein soll, hab ich erst letzte Woche aus der Presse erfahren. Und das muss jetzt erstmal geprüft werden. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang. Ja, ja. Aber Sie sind doch Fritz Schrammer. Das steht noch nicht fest. Wenn ich's aber bin, bin ich dafür nicht verantwortlich. Herr Schrammer, beim U-Bahn-Bau gab es seit Jahren Beschwerden über Risse in Häuserwänden. Und trotzdem sagten Sie im Interview, das Unglück wäre ein plötzliches Naturereignis gewesen. Ja, wir wissen nur noch nicht was. Die Gutachter der KVB schwanken im Moment zwischen Hurrikan und Vulkanausbruch. Aber ist es nicht logisch, dass ein Haus einstürzt, wenn man davor die Erde wegbummt? Für ein normales Gehirn schon, aber nicht mit den 25 Kölsch, die die meisten Entscheidungsträger hier bei der Arbeit grundsätzlich intus haben. Aber Herr Schrammer, das Unglück ist doch nicht einfach nur so passiert. Doch, so was gibt es. Manchmal läuft es im Leben anders, als man denkt. Das ist eben so, ne? Das stimmt. Ich wollte zum Beispiel mal Musik machen. Das hat auch nicht geklappt. Ich bin bei den Höhnern gelandet. Außerdem sollte man nicht immer so kritisch sein. Köln ist die schönste Stadt der Welt. Wir haben so viel Tolles. Den Dom, den Rhein, den Dom. Um nur mal vier Sachen zu nennen. Der U-Bahn-Bau war bislang ein einziges Desaster. Die Baukosten haben sich um 300 Millionen erhöht, allein durch die archäologischen Funde beim Tunnelbau. Ja, und was kann ich dafür? Uns hatte kein Mensch gesagt, dass in Köln früher mal die Römer waren und sich da unten überall durchgegraben haben. Aber auch in anderen Bereichen macht die Kölner Politik sehr schlechte Schlagzeilen. Das kann man nicht sagen. Wir haben hier tolle Politiker. Ich
kennen die meisten, weil wir unsere Schnäuzer im gleichen Karnevalsladen kaufen. Der Rhein, der Dom, der Rhein. Ich meine, Köln ist die schönste Stadt der Welt, ne? Ja, aber allein die ganzen Beraterverträge der Stadtsparkasse, wo Sie ja Chef des Verwaltungsrates sind. Wieso gibt es für Nulpen wie Ihre Freunde Bietmann oder Bürgermeister Müller Millionen? Wo ist die Gegenleistung? Natürlich ohne Gegenleistung. Stellen Sie sich vor, wie es in der Stadt aussehen würde, wenn die Flachpfeifen auch noch wirklich was tun. Außerdem ist der Josef Müller ja aus der Politik ausgeschieden und da brauchte der natürlich Geld, damit der nach seiner Zeit im Kölner Rat nicht plötzlich noch in die Legalität abrutscht. Aber Herr Schammer, trotzdem hat man das Gefühl, dass die Stadt unter Ihrer Führung auf den Hund kommt. Die Schulen sind marode, die Kinderbetreuung unterirdisch, die Kultur ist nach Berlin gezogen. Das kann man nicht sagen. In Köln gibt es so viel Kultur. Höhner pur, Höhner Karneval, Höhner Klassik, Höhner Weihnachten, Höhner Ostern, Höhner und Roncalli. Die schönsten Sonnenbänke, die besten Ohrstecher. Also mehr Vielfalt kann eine Stadt nicht haben, als wie hier in Köln. Außerdem bin ich nicht für alles verantwortlich. Nach der Kölner Verfassung ist der oberste Repräsentant der Stadt Christoph Daum, dann kommt Lukas Podolski, dann kommt Dreiestirn und... Und dann komm ich. Herr Schrammer, Sie haben nach dem Einstoß des Stadtarchivs gesagt, es wäre nicht gut, U-Bahnen in bewohnte Städte zu bauen. Könnte man zusammenfassen, dass Sie ein klasse Oberbürgermeister sind, dass man Sie aber auch besser nicht in bewohnten Städten einsetzen sollte? Das habe ich jetzt aber nicht verstanden, Herr Becker. Genau das meine ich. Wir danken meinem Gesprächspartner und Elmar Brandt und Dietmar Jacobs für dieses Interview.